Welche Widerspruchsmöglichkeiten haben Versicherte? Die Nutzung der EPA für alle ist freiwillig. Wer keine haben möchte, kann der Einrichtung durch die Krankenkasse widersprechen. Ein Widerspruch ist aber auch später jederzeit möglich. Dann wird die EPA inklusive aller Daten gelöscht. In der Praxis können Versicherte der Übertragung von Behandlungsinformationen in die EPA widersprechen. Die Praxis dokumentiert diesen Widerspruch. Zudem können Versicherte einzelnen Institutionen den Zugriff auf ihre EPA verweigern. Ein Widerspruch gegen das Einstellen von Abrechnungsdaten, dem Bereitstellen der Medikationsliste oder der Datennutzung zu Forschungszwecken wird bei den Krankenkassen eingelegt. Weitere Informationen zur EPA finden Sie auf der Internetseite der KBV.